der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba, Regionalgruppe Berlin. Schönen guten Tag, liebe Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Erstmal habe ich richtig gut durchgeatmet, als ich auf den Platz gekommen bin, weil nach einem wirklich super Auftakt, den wir hier hatten, habe ich gedacht, naja, hält sich das? Wie wird die Beteiligung heute sein? Und ich bin froh, dass wir uns einig sind, dass Sie in Venezuela mit dem Putsch nicht unkommentiert durchkommen dürfen, dass das Widerstand braucht, ganz egal wo auch der Welt und auch gerade hier in Berlin, wo die Bundesregierung eine unrühmliche Rolle spielt beim Ganzen. Ich habe mal mich näher beschäftigt mit dem Thema Wirtschaftskrieg, Wirtschaftssanktionen als Mittel der Politik der USA, auch jetzt im Fall Venezuela. Weil wer, wenn nicht die Kuba-Solidarität, hat da leidvolle Erfahrungen gesammeln können, was das heißt. Was macht jetzt aber die USA gerade in Bezug auf Venezuela? Die jüngste Runde der US-Wirtschaftssanktionen untersagt Unternehmen, die unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit stehen, den Erwerb von Öl der Ölgesellschaft PDVSA nach Angaben des US-Sicherheitsberaters Bolton entgeht dem venezolanischen Staatsunternehmen damit ein Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr. Zudem wurde die in Houston ansässige PDSA-Tochtergesellschaft, deren Wert bei 7 Milliarden US-Dollar liegt, eingefroren. Und ihr müsst dazu wissen, dass das Geld, was sozusagen aus dieser Ölgesellschaft kommt in Venezuela, insbesondere für sozialpolitische Maßnahmen verwendet wird. Also hier ganz klar Wirtschaftssanktionen, um das venezolanische Volk zu treffen und keinen anderen. Kuba weiß sehr genau wie kein anderes Land, was eine Blockade und was Wirtschaftssanktionen bedeutet. 60 Jahre US-Blockade gegen Kuba haben dort einen Schaden von 933,7 Milliarden Dollar angerichtet. Wenn man das jetzt umrechnen würde in aktuelle Preise, käme man auf eine Summe von 135.000 Milliarden Dollar. Und das Ganze hat ein einziges Ziel, und ich zitiere jetzt aus den Blockadegesetzen der USA, also nicht kommentiert, sondern erfunden. Ja, da hat sich sogar das Papier erschreckt. Durch das Verbot von Lieferung und Geldzahlung soll die Ökonomie geschwächt werden, zu sinkenden Einkommen führen, Hunger, Elend und Verzweiflung erzeugen und so zum Sturz der Regierung beitragen. Und ich sage, im Falle Venezuela ist es nicht anders. Die revolutionäre Regierung Kubas hat dazu ausführlich am 14. Februar Stellung genommen. Und ich finde, man kann es im Kern nicht besser analysieren. Ich zitiere: Angesichts des Widerstandes des bolivianischen und chavistischen Volkes gegen den Putsch, der sich in Großdemonstrationen zur Unterstützung des Präsidenten Maduro und in der Loyalität der nationalen bolivarischen Streitmacht zeigte, hat die Regierung der Vereinigten Staaten ihre internationale politische und Medienkampagne intensiviert und die einseitigen erpresserischen Wirtschaftsmaßnahmen gegen Venezuela verschärft, wobei die Blockade von Milliarden Dollar Venezuelas in Banken von Drittstaaten und der Raub der Einnahmen aus dem Verkauf des Erdöls dieser Schwesternation hervorzuheben sind, was von einem Volk gravierende humanitäre Schäden und schwere Mängel aufzwingt. Neben dieser grausamen und nicht zu rechtfertigenden Enteignung versuchen die USA, einen humanitären Vorwand zu konstruieren, um eine militärische Aggression gegen Venezuela zu initiieren, um mittels Einschüchterung, Druck, Gewalt und Zwang angebliche humanitäre Hilfe auf das Gebiet dieser souveränen Nation zu bringen, die tausendfach geringer ist als die wirtschaftlichen Schäden, die die von Washington durchgeführte Einkreisungspolitik verursacht.
Die revolutionäre Regierung Kubas ruft zur internationalen Mobilisierung zur Verteidigung des Friedens in Venezuela und in der Region auf, gestützt auf die Prinzipien der Proklamation Lateinamerikas und der Karibik zu einer Zone des Friedens. Verabschiedet 2014 mit den Unterschriften der Staats- und Regierungschefs der CELAC. Das kann man nur unterstützen und begrüßen und alle Menschen guten Glaubens und fortschrittlichen Denkens und humanitären Gefühls sagen, schließt euch an. Aber auch die europäischen Verbündeten der USA machen bei der Blockade gegen Venezuela mit. In Spanien ist offenbar eine Lieferung von rund 20.000 Medikamenten, die für Venezuela bestimmt waren, ohne nähere Begründung aufgehalten worden. Das berichten Medien des südamerikanischen Landes. Dennoch stoppte die spanische Fluggesellschaft Iberia die aus Katar stammende Ladung. Unter anderem war das Insulin und Mittel gegen Bluthochdruck auf Druck der Regierung in Madrid. Weitere Medikamentenlieferungen werden schon seit längerem ebenso blockiert. Wie das Portal Mission Verdant berichtet, ist dies nicht das erste Mal, dass die Lieferung lebenswichtiger Medikamente nach Venezuela durch ausländische Regierungen gestoppt wird. So verhinderte Kolumbien schon im November 2017 den Export von Malaria-Medikamenten aus Indien nach Venezuela und begründete das mit dem von den USA verhängten Finanzblockade. Im gleichen Monat hatte die Citibank venezolanische Finanzmittel eingefroren, die zur Bezahlung von Insulinimporten vorgesehen war. Die Schiffe mit den entsprechenden Ladungen wurden in ausländischen Häfen festgehalten. Wir fordern daher Schluss mit der US-Blockade gegen Venezuela, Schluss mit der US-Blockade gegen Kuba, Hände weg von Venezuela, Kuba und Nicaragua.